Ja, hi, ich wollte mich auch mal wieder melden. Aber nur ganz kurz, gibt eigentlich nicht viel Neues. Mache ja auch regelmäßig Videos, deswegen ist das ja jetzt nicht so schlimm. Nur mal ein kurzes Statement. Eigentlich gibt es nichts. Ach so, ja, noch eine kurze Info für euch. Mit diesem Video reiße ich die Archipelführung aus Komodos Händen und es ist jetzt unwiderruflich und für immer meins. Danke. Ja, ich bin zurück. Fragenvideos sollte ich beantworten. Die habe ich, glaube ich, habe ich, weiß ich nicht. Also Snuffies habe ich noch nicht gesehen, aber Kummus muss ich, glaube ich, nochmal runterladen oder so. Aber ich meine, ich bin ja jetzt berühmt, da beantworte ich auch nicht so gern Fragen. Ich habe jetzt auch die nötige Arroganz dazu. Ist ganz gut, das muss man sich ein bisschen antrainieren, um so zu sagen, nö, mache ich nicht, mir zu low, ich bin high und so. Also. Deswegen. Macht keine Geräusche. Das ist geil. Ja. Es ist also wirklich, man kann es immer wieder. Kommt kein Geräusch, kein Star Wars, nix. Das Gute ist auch, das ist austauschbar. Du kannst auch einen Stift nehmen. Macht auch keine Geräusche. Ne? Ich kann auch ein Glas nehmen. Und das soll Komodos iPhone erstmal nachmachen. Ja, ich habe Matthias Schweighöfer bedient. War lustig. Nee, war nicht lustig, war ein Höllenjob. Also wirklich 16 Stunden pro Tag. Ich hatte einen Schnitt von 13 Stunden, glaube ich. Man dreht einen Tatort 26 Drehtage lang. Und das waren wirklich 26 Tage mal 16 Stunden. Aber man kriegt ja auch gut Geld dafür. Ich habe gut Geld dafür bekommen. Also, das stimmt übrigens, der Betrag, der da unten steht. Eigentlich kriegt man 9 Euro, ich habe nur 60 Cent bekommen, weil. Ach, wegen der Sache, die ich jetzt hier im Archipel wirklich nicht erzählen möchte. Das ist so eine blöde Geschichte gewesen. Ich weiß, jetzt hätte ich es gar nicht erwähnen sollen, weil jetzt versucht er sich interessant zu machen. Und ja, habe ich ja geschafft, oder? Nächste Woche kommt ein ganz, 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 ganz besonderer Mensch zu mir. Jetzt hat man natürlich Mensch nicht gehört, weil ich so geklatscht habe. Also ein ganz besonderer Mensch. Zu mir und die schreibt mich auch jetzt gerade im Moment in ICQ an, dann schreibe ich ihr mal gerade, sie fragt gerade, wann ich neue Videos mache und dann schreibe ich mal jetzt im Moment, Moment, gerade. Ja, jetzt wird sie das dann nachher sehen, sagen, du Arschloch. Und da werden wir ein paar Videos machen. Ich habe mir schon so einen Plan überlegt. Ich mache auch bei der Challenge mit. Auf eine ganz spezielle Weise. Und deswegen werde ich auch gewinnen, weil ich mache ja sowieso aus dem Archipel eindeutig die besten Videos und so. Dann ist das jetzt auch nicht so das Problem. Nur, dass ihr es schon mal wisst. Ja. Ansonsten gibt es nicht viel. Schweighöfer war ein schwieriger Typ. Also es ist schon, er weiß, wie berühmt er ist. Das ist das, was ich noch lernen muss. Ja? Ich muss noch ein bisschen so diese. Bisschen herablassen, ein bisschen von oben mehr weg. Das kriege ich aber noch hin. Kommt. Beziehungsweise kommt nicht, weil dann ist mir das Archipel auch zu low und dann mache ich auch keine Videos mehr. Dann kriegt ihr es auch nicht mit. Ja, morgen gehe ich zum Friseur, weil das ist, also ist echt auch hinten viel zu lang. Da kriege ich ja keine ab mit. Das hat ja vorher mal so gut funktioniert. Ne? Muss ich mal wieder. Ja. Ansonsten. Ist echt nicht viel. Ich spiele Theater. Wer Lust hat, sich ein Theaterstück anzuschauen, wo ich mitspiele, das erste Mal in meinem Leben, dass ich Theater spiele, 18. und 19. Juli in Frankfurt. Könnt auch alle bei mir pennen. Jetzt kommen sie wieder an, die ganzen Fans. Ich habe immer noch nicht Terminator gesehen. Ich habe zwei gute Filme gesehen, State of Play, da hat Komodo gleich, das sind immer die Sachen, ja, wo man sich denkt, hey, ich habe einen guten Film gesehen, dann kommt man gleich, nein, du kennst ja die ganzen Hintergrundinformationen nicht. Ja, das ist immer so furchtbar, wenn man Filme guckt, dann denkt man immer, man kann die uneingeschränkt gut finden, aber das kann man gar nicht, weil man hat ja das ganze Hintergrundwissen nicht. Ne? Ich sag hier ist State of Play, geiler Film, dann kommt Komodo mit seinem Zeigefinger und sagt, du kennst die BBC-Serie gar nicht. Wenn du die kennen würdest, dann könntest du den gar nicht so gut finden, den Film. Ich muss sagen, Russell Crowe einen guten Film sehen. Nein, 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 die BBC-Serie ist viel besser. Das soll jetzt nicht Komodo angreifen oder vorwerfen. Das ist einfach nur so, dass man so schwierig hat, uneingeschränkt irgendwie Meinungsbildung zu betreiben.
Das ist auch ein Scheiß, den ich hier gerade von mir gemungen glaube. Aber es ist auch schon 1.12 Uhr. Gut, dann mache ich auch, glaube ich, mal wieder Schluss. Es war ja wieder wenig Action. Das muss jetzt noch irgendwas zeigen. Hier, guck mal. The Boat That Rocked. Mit dem, wie ich finde, geilsten Schauspielernamen, den ich kenne. Rhys Ifans. Oder Ifans. Rhys Ifans. Super. Achso, ich war noch auf Festivals. Und zwar auf dem Jugendmedienfestival in Berlin. Mein Zimmer, habe ich schon mal mein Zimmer gezeigt? So, dann hat das neu aufgeräumt. Hier so, ja, hier so, ne? So, die Poster von den Filmfestivals, wo ich war. Hier so ein paar Klappen da oben. Hier meine DVD-Sammlung. Seit neuestem dabei ist die Welle. Und das ist mein Schrank. So, achso, da ist jetzt auch das Teamfoto vom Film, den ich im September gemacht habe. Und das ist jetzt der Tatort. Komm, wo ist der Matze Wurstschweiköber? Warte, wir suchen ihn. Da ist Milan Peschel. Da, seht ihr den? Den mit der dunklen Sonnenbrille hier. Warte, wenn ich jetzt ranzoome, dann kriegt meine Kamera das natürlich nicht scharf. Da ist er. Da. Ich zeig mal drauf. Hier. Ihmchen hier. Ne? Matze. Ja. Gut. Achso, ich bin übrigens hier. So. Schöner, ne?